Magical-Songs in RSA. Hallo zusammen. So eine gute Comeback-Geschichte, die lieben wir doch alle, oder? Die nächste Sängerin hat genau das hinbekommen. Und zwar mit ein bisschen Hilfe von einer sehr bekannten Popband. In den 60ern war sie jedenfalls ein Star, zum Beispiel mit diesem Kult-Hit. Aber wie das halt so ist im Musikgeschäft, der Erfolg ging irgendwann zurück. Sie hat zwar weiter Musik gemacht, aber davon wollte sich einfach nichts in den Charts platzieren. Drogen haben dann leider auch eine Rolle gespielt, aber sie hatte nach wie vor Fans, auch in den 80ern. Zum Beispiel die Pet Shop Boys. Die haben sie regelrecht verehrt und die wollten sie unbedingt bei einer Single dabei haben.